Hallihallo und Gott zum Gruße, ich bin es wieder, der Somnidelius Solertius, und ich setze hiermit meine Reihe über blaublütige Fake-Identitäten in Hollywood fort. Ich verspreche, dass dieser zweite Teil noch unglaublicher wird als der erste Teil. Der erste Teil hat sozusagen denjenigen, die in die Actor-Based Reality einsteigen wollen, das Beweiskriterium der Familienrelation an die Hand gegeben, also das Beweiskriterium, dass die Adligen, die eine Fake-Identität in Hollywood spielen, ihren Ehepartner sowohl in ihre Hollywood-Fake-Familien als auch in die von ihnen produzierten Filme mit hineinnehmen. Ich will dieses Beweiskriterium jetzt nicht nochmal ausführlich erklären. Es ist auch nicht so absolut dringend notwendig, sich den ersten Teil anzuschauen, um diesen zweiten hier zu verstehen. Aber mit dem Beweiskriterium der Familienrelation, in das dort ausführlicher eingeführt wurde, werde ich nun in diesem zweiten Teil König Felipe und Königin Letizia von Spanien als das Hollywood-Pärchen Brad Pitt und Angelina Jolie identifizieren. Zusätzlich dazu werde ich von Letizia noch die Fake-Identität Claire Forlani aufdecken. Nachdem ich das in der ersten Hälfte dieses Videos gemacht haben werde, werde ich in der zweiten Hälfte des Videos am Beispiel von Letizia, Angelina Jolie und Claire Forlani sehr ausführlich erklären, an welchen unnatürlichen Merkmalen man geshapeshiftete Personen erkennt. Und ich werde auch Thesen dazu aufstellen, wie meiner Vermutung nach das Prinzip des Shapeshiftings funktioniert. Bei den unnatürlichen Merkmalen werde ich jetzt aber hier in diesem Video nicht auf diese Schlitzpupillen eingehen, die man immer mit Reptiloiden und Echsen assoziiert. Ich halte zwar auch diese Schlitzpupillen für ein eindeutiges Zeichen dämonischer Besessenheit, aber ich will mich in diesem Video beschränken auf unnatürliche Auffälligkeiten an Gesichtsknochen, Kieferknochen, den Augenformen, vor allem auch Mundfalten und Augenbrauen. Denn ich wollte mich jetzt erst gar nicht auf das relativ aussichtslose Unterfangen einlassen, speziell nach Schlitzpupillen von Angelina Jolie, Claire Forlani oder Königin Letizia zu suchen. Also hier in diesem zweiten Teil wird es wirklich richtig, richtig düster. Ich werde euch richtig unter die Nase reiben, wie es sich bei den Schönheitsidealen von Angelina Jolie und Claire Forlani lediglich um künstliche Schönheitsideale handelt, hinter denen sich eigentlich Satansfratzen mit sehr viel Budenzauber verbergen. Also schon wirklich harter Stoff, aber muss nun mal wirklich sein. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, worum es in dieser Reihe über Fake-Identitäten in Hollywood insgesamt gehen soll. Das führte ich ja bereits im ersten Teil ein. Also in dieser ganzen Reihe werde ich insgesamt 11 Fake-Identitäten aufdecken. 6 Fake-Identitäten von Königin Letizia, von denen 5 Stück Hollywood-Fake-Identitäten sind, und weitere 5 Hollywood-Fake-Identitäten von König Felipe. All das werde ich auf Grundlage des Kriteriums der Familienrelation tun, also durch die Analyse, wo Letizia und Felipe in ihren Fake-Identitäten gemeinsam als Hollywood-Pärchen auftreten oder gemeinsam einen Film-Headline. Ich sagte im ersten Teil bereits, dass man für eine solche Deduktion anhand des Kriteriums der Familienrelation stets eine bereits vorhandene Ausgangsgrundlage braucht, also eine bereits vorhandene Aufdeckung eines Hollywood-Pärchens, das vom zu analysierenden Adelspärchen gespielt wird. Diese Ausgangsgrundlage lege ich in diesem zweiten Teil, indem ich, wie gesagt, das Hollywood-Pärchen aus Brad Pitt und Angelina Jolie identifizieren werde mit dem spanischen Königspärchen aus Felipe und Letizia. Ne?
Wie ebenfalls bereits gesagt, werde ich danach damit Claire Forlani hier erstmal nur eine einzige weitere Fake-Identität von Letizia aufdecken. Denn ich will nicht der große Langweiler sein, der jetzt einfach alle 11 Fake-Identitäten der Reihe nach runterspult. Ich will auch Abwechslung hier reinbringen und fang in diesem zweiten Teil direkt damit an. Deswegen decke ich hier jetzt in diesem Video nicht ganz so viele von den insgesamt 11 Fake-Identitäten auf. Ich fokussiere mich vielmehr auf ein paar wenige Fake-Identitäten hier, an denen ich dann aber das satanisch-dämonische Shapeshifting umso ausführlicher erläutern werde. Also freut euch auf eine Horrorshow mit lauter unnatürlichen Fratzen, an denen Schönheitsideale zersplittern werden. Und ja, das hier ist wirklich Angelina Jolie. Naja, dann steigen wir halt einfach mal direkt ein mit dem Fundament, auf dem wir das alles aufbauen wollen. Also in diese Identifikation von Letizia und Philippe mit Angelina Jolie und Brad Pitt. Bei Letizia muss man wirklich sagen, dass sie bei ihren Hollywood-Fake-Identitäten nur relativ wenig shapeshiftet. Sie hält sich vielleicht einfach für so schön wie Kleopatra und meint, ich muss mich ja gar nicht so sehr shapeshiften. Ich sehe ja von Natur aus wie ein Hollywood-Star aus. Naja, wie dem auch sei, man kann auf dem eingeblendeten Bild Letizia und Angelina kaum auseinanderhalten, also überraschend wenig Shapeshifting als Tarnung. Beim Auseinanderhalten hilft aber ein spezifisches Merkmal, durch das sich Letizia speziell in ihrem adligen Erscheinungsbild auszeichnet, nämlich ihre Augenbrauen befinden sich extrem niedrig über den Augen, was nach meinem Geschmack auch sehr unnatürlich aussieht. Bei Letizias Fake-Identitäten sind die Augenbrauen jedoch etwas höher auf der Stirn. Hier in diesem weiteren Vergleich sieht man sehr schön, wie die Mundfalten und die Wangenknochen bei beiden identisch sind. Ihr könnt euch selber persönlich per eigener Bildersuche überzeugen im Internet. Ist eigentlich ein sehr klarer Fall. Um das nun wirklich zu verifizieren, nun auch ein paar Uhrenvergleiche. Die inneren Ohrmuscheln sind hier absolut identisch. Die Grundform der Ohrläppchen ist fast absolut identisch. Als einzigen feinen Unterschied sieht man, dass das Ohrläppchen von Angelina ganz oben etwas kantiger ist als bei Letizia. Ich habe ja bereits im ersten Teil gezeigt, wie in den Fällen, in denen die Adligen ihre Ohren zwecks Tarnung verändern, trotzdem die inneren Ohrmuscheln gleich bleiben. Das habe ich da, ja, soweit ich mich erinnere, anhand eines Ohrenvergleichs zwischen Prinz Edward von Wessex und Jim Carrey demonstriert. Ich werde auf solche absolut minimalen Unterschiede bei den Ohren gegen Ende des Videos sehr ausführlich eingehen, weil das auch was mit Shapeshifting zu tun hat, das ich hier demonstrieren will in diesem Video. Aber vorher schauen wir uns nochmal diesen Ohrenvergleich hier an, bei dem man nochmal genauer sieht, der kleine, feine, rundeckig Unterschied besteht. Aber trotzdem sind die restlichen Grundstrukturen der Ohrläppchen und auch die inneren Ohrmuscheln absolut identisch. Und vergleiche hier mal das Kinn, vergleiche die Augenbrauen. Also das ist wirklich die absolut selbe Aura, die da auf beiden Bildern ausgestrahlt wird. Also gehen wir erstmal weiter in der Identifikation. Ich zeige euch hier noch einen absolut überragenden Ohrenvergleich zwischen Angelina Jolie und Königin Letizia. Ja, schaut euch das an. Da passt die Form der Ohren, da passen die inneren Ohrmuscheln. Die Kieferknochen im Seitenprofil kann man hier auch sehr schön miteinander vergleichen.
Das kleine süße Stupsnäschen, das Kinn, der Stirnverlauf, die Wangen. Also hier passt eigentlich so viel zusammen, dass man mir glatt unterstellen könnte, ich habe geschummelt und hier einfach zwei Bilder von Königin Letizia nebeneinander gestellt. Also damit auf diese Vermutung ja niemand kommt, gebe ich hiermit liebend gerne zu beiden Bildern, die ich hier verwendet habe, die Quellen an. Dieses Bild von Angelina stammt von der Seite goldenglobes.com. Ihr seht hier die Seite eingeblendet und habt ganz oben sogar die Adresse, unter der ihr diese Seite mit dem Bild aufrufen könnt. Für den Ohrenvergleich habe ich das Bild sozusagen nur etwas gedreht. Und dieses Bild von Letizia stammt aus einer Fotoreihe von Letizias Hochzeit, auf die jeder, der in die Google-Bildersuche Königin Letizia eingibt, schnell stoßen wird, also auf diese Fotoreihe. In besagter Fotoreihe befindet sich dann auch folgendes Bild, das ich für den Ohrenvergleich verwendet habe. Und wenn man beide Bilder zusammenfügt, kommt halt, wie bereits gezeigt, folgendes dabei heraus. Also der Beweis ist wirklich unanzweifelbar und kann wegen der Quellenangaben auch von jedem geprüft werden. Stopp, 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 stopp. Jetzt muss ich doch noch mal nachträglich was hinzufügen hier. Ich bin jetzt gerade schon fast am Ende der Produktion des Videos und bin erst jetzt gerade auf einen noch perfekteren Ohrenvergleich gestoßen. Also, ihr seht ihn gerade schon eingeblendet. Hier nochmal die beiden Quellen dazu. Einmal das Bild von Angelina. Einmal das Bild von Letizia. Und der einzige kleine minimale Unterschied, den man hier sieht, in diesem sehr guten Ohrenvergleich ist, dass das Ohr von Angelina ein ganz kleines bisschen steiler nach hinten in die Länge gezogen ist als bei Letizia und dadurch auch bei Angelina der obere Bereich der Ohrmuschel etwas gestreckter und länger wirkt, während er bei Letizia noch abgerundeter ist, der obere Bereich der Ohrmuschel, muss man etwas genauer hinschauen. Auf jeden Fall erwähne ich dieses Kriterium der Rundheit und Eckigkeit nochmal an dieser Stelle auch bei den Ohren, weil das gegen Ende des Videos nochmal bezüglich Shapeshifting eine Rolle spielen wird. Ansonsten muss man hier wirklich sagen, also Profilvergleich von der Seite, eindeutig dasselbe Kinn, derselbe Stirnverlauf, dieselben Augen, auch die Ohren passen trotz dieser minimalen Unterschiede. Derselbe Unterkiefer, also was soll man da noch sagen? Ist unfassbar. Derselbe Haaransatz auch. Ja, also da kann man Angelina und Königin Letizia wirklich kaum auseinanderhalten. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Vergleich der Ehegatten, also dem Vergleich zwischen König Philippe und Brad Pitt. Das ist schon eine wesentlich anspruchsvollere Tarnung als bei Letizia, muss ich zugeben. Ich musste auch etwas länger suchen, um passende Bilder zu finden. Was hier beim gerade eingeblendeten Vergleich einfach bei genauerer Betrachtung ins Auge sticht, sind folgende Aspekte: Der Mund aus der etwas dickeren Unterlippe und vergleichsweise schmalen Oberlippe. Die gleiche Wölbung zwischen Mund und Nase, die gleichen Mundfalten, die Wangenknochen, das Kinn. Da passt doch mehr zusammen, als man zunächst denkt, auch von der Gesichtsform her. So, in diesem Vergleich wird sogar ein Haupterkennungsmerkmal von Philippe und seinen Fake-Identitäten deutlich, nämlich der relativ breite Augenkasten in Verbindung mit sehr tiefliegenden Augen und kräftigen Augenbrauen, die gerade und lang wie mit einem Lineal gezogen wirken. Also das ist wirklich so ein Haupterkennungsmerkmal, sage ich mal, genauso wie wir bei Letizia ja festgestellt haben. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Augenbrauen total niedrig über den Augen sind, schon fast direkt über den Augen.
anfangen, ohne irgendwie höher auf der Stirn zu sitzen. Wobei das nur bei ihrer adligen Originalpersönlichkeit der Fall ist und nicht bei ihren Fake-Identitäten. Zurück zu Felipe und Brad Pitt. Also die Augen sehen hier wirklich sehr identisch aus, relativ schlitzig und an der äußeren Seite jeweils schräg auslaufend. Aber ich kann verstehen, wenn durch diese Bilder erstmal nicht jeder zu 100% überzeugt ist, weil die Tarnung von Felipe bei Brad Pitt echt krass ist. Aber ich verspreche, ich werde es noch zu 100% beweisen. Wartet einfach nochmal ab, wie ich das bei den weiteren vier Fake-Identitäten von König Felipe immer mehr durch das Kriterium der Familienrelation bestätigen werde. Hier sieht man meines Erachtens nach auch sehr gut bei diesem Bildvergleich, dass die beiden dieselbe buckelige, bullige Nasenspitze haben. Bei Brad Pitt sind nur die Nasenlöcher etwas spitzer nach oben gezogen. Auch bei diesem Vergleich hier nochmal dieselben schlitzigen, schrägen Augen und auch ganz allgemein so ziemlich derselbe raue, maskuline Gesichtsausdruck. Ja. So, nun nochmal einige Ohrenvergleiche zu Felipe und Brad Pitt. Also, doch, da passt alles. Das passt von den Ohrmuscheln her perfekt. Das passt von den Ohrläppchen her perfekt. Der Kinnverlauf stimmt überein im Seitenprofil, der Stirnverlauf ebenfalls. Für mich ist das ein absolutes Match, ein absoluter Volltreffer. Also die einzige Abweichung, die man jetzt hier im letzten Ohrenvergleich sieht, ist, dass König Philippe seine Ohren so Dumbo-mäßig nach außen etwas verformt hat. Aber über solche Verformungen habe ich jetzt schon oft genug geredet, brauche ich nicht mehr drauf eingehen. Vergleicht hier auch nochmal die Augen in Verbindung mit den Augenbrauen. Die Brauen gehen sowohl bei Felipe als auch bei Brad Pitt an ihren seitlichen Enden schräg runter. Auch das ist so ein Erkennungsmerkmal. Also wirklich eindeutiger Fall. So, nun ist also das berühmte Hollywood-Pärchen eindeutig als Adelspärchen identifiziert, sodass wir jetzt, wo die entscheidende Basis gelegt ist, von dort aus eine weitere Fake-Identität von Königin Letizia herleiten können. Wenn man aber sowas vorhat, das kann ich nur empfehlen, dann kann man immer sehr gut mit der Frage ansetzen, mit wem hatte einer der Stars, die man jetzt bereits in dieser Ausgangsgrundlage identifiziert hat, Kussszenen? Also, ich habe ja schon den ersten Teil anhand von Prinz Edward und Gräfin Sophie von Wessex gezeigt, dass sich in Filmen nur verheiratete Adlige untereinander küssen oder noch intimere Liebesszenen miteinander haben. Und bei meiner Suche nach Kussszenen mit Brad Pitt bin ich zunächst auf den Film Rendezvous mit Joe Black von 1999 gestoßen. Dort küssten sich Brad Pitt und die Schauspielerin Claire Forlani, wie man hier auf diesem Filmbild sieht. Ja, und dieses Filmbild liefert uns auch direkt den passenden Earshot von Claire Forlani für einen Ohrenvergleich mit Angelina Jolie. Also, ihr seht, auch hier passt mal wieder wirklich sehr viel zusammen. Beide Ohren verlaufen nach hinten sehr stark nach oben. Wobei das bei Angelina alles etwas komisch aussieht, komme ich ganz am Ende des Videos nochmal zu. Zwar haben beide dieselben inneren Ohrmuscheln, jedoch sind hier speziell an Angelinas Ohr Unnatürlichkeiten zu sehen, an denen ich zum Ende des Videos einiges zum Shapeshifting erklären werde. Aber bewundern wir zuvor nochmal wirklich das Shapeshifting von Angelina Jolie zu Claire Forlani. Ja, elegant wie ein Chamäleon macht sie das. Okay, war natürlich nur ein kleiner Videoeffekt von mir. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Aber vergleicht hier mal die Augen. Also, das ist unfassbar, ne? Die ganze Mimik, die Augenform, die Augenbrauen. Unglaublich.
Hier ein weiteres Foto von Claire Forlani. Könnt ihr selber raussuchen, anhand der Infos unterm Bild findet man ganz schnell über Google. Und noch ein weiteres Foto von Angelina Jolie, könnt ihr auch selber raussuchen. Und wenn man beide Bilder zusammenfügt, ja, dann verstärkt sich nochmal dieser Eindruck einer Kloninvasion in Hollywood. Ja, lasst euch da nicht von Detailunterschieden ablenken, wie zum Beispiel, dass Claire Forlani ein etwas spitzeres Kinn hat als Angelina Jolie. Das ist alles dämonischer Budenzauber. Achtet stattdessen auf die Aura des Gesichtsausdrucks. Also, die können die Dämonen nämlich nicht verändern und das ist schon ein ziemlicher Hammer, was man da sieht. Ernsthafte Frage, wirklich ernsthaft. Habt ihr in eurem privaten, alltäglichen Leben jemals Frauen mit solchen weiten Augenbrauen gesehen, die mit so einem, also ich muss schon wirklich sagen, leicht gehörnten Bogen an den Seiten des Kopfes auslaufen? Und dann noch solche Katzenaugen dazu? Also, auch beim Fotoshooting, bei dem Angelina Jolie ihre Hauptrolle im Film Maleficent 2 Mistress of Evil promotete. Wie wirkt sie da auf euch, auf diesen Fotos von dem Shooting? Also wirklich, man kann jetzt natürlich sagen, gut, sie lässt sich da natürlich nur deshalb auf diese okkulte Symbolik ein, weil sie in dem Film halt nun mal eine dunkle Fee spielt. Aber der Film an sich ist ja harmlos, ist ja ein Disney-Fantasy-Film für Kinder. Ja, alles klar. Aber gucken wir mal in folgende Aufnahmen von dem Gesicht, das sie während des Shootings machte. Also ist das noch normal oder sind das nicht schon leicht unnatürliche Fratzen? Also genau das meinte ich, als ich gerade von der Aura des Gesichtsausdrucks redete, die der Dämon nicht ändern kann. Wieder diese breiten Augenbrauen mit diesen weit geschlitzten Katzenaugen, diesmal noch in Verbindung mit einem besonders breitem Lächeln. Da braucht man halt nur einen etwas geübten Blick für und muss einige Konditionierungen falscher Schönheitsideale abstreifen. Naja, da kommen wir in Kürze nochmal drauf. Aber Disney-Filme sind natürlich grundsätzlich harmlos und enthalten niemals unterschwellige Anspielungen. Das wissen wir ja alle. So, jetzt schieb ich nochmal nachträglich was dazwischen für alle, die meinen, dass mein Eindruck an Angelina, lassen sich Satansfratzen erkennen, übertrieben ist. Hier noch ein weiteres Foto von Angelina. Könnt ihr anhand der Infos darunter selbst rausgoogeln? Hab ich nicht bearbeitet oder so? Wie wirkt das auf euch? Diese gefletschten Zähne in Verbindung mit diesen grellen Pupillen, diese Augenbrauen, die wie ein gerader Strich langgezogen sind und dann an den Seiten sich nach unten wölben. Man braucht hier vielleicht etwas spirituelles Bewusstsein, um hinter die Fassade zu schauen. Aber genau das will ich hier allen etwas antrainieren. Auf jeden Fall hat diese starke Ähnlichkeit hier nichts mit Zufall zu tun. Und sie hat erst recht nicht irgendwas mit Klonen zu tun, sondern das hat einzig und allein was mit Königin Letizia von Spanien zu tun. Stellt euch mal die Klontheorie vor, dass der Klon Angelina Jolie mit Brad Pitt zusammen war und im Film Rendezvous mit Joe Black dieser Brad Pitt einen anderen Klon namens Claire Forlani küsste, der aus demselben Genpool geklont wurde wie der Klon Angelina. Also anders gefragt, wie unplausibel ist es, sich eine Regel der Elite vorzustellen, gemäß der ein weiblicher Klon X in einem Film nur den Schauspieler küssen darf, der mit einem Klon Y zusammen ist, der aus demselben Genpool zusammengemischt wurde wie Klon X selbst. Was für ein Schwachsinn! Also wesentlich plausibler ist eher Folgendes.
Adlige sind ganz strikt an ihre eigene Blutlinie gebunden. Auf dieser Blutlinie beruht nämlich ihr ganzer dämonischer Budenzauber. Und deswegen bildet Königin Letizia in ihrer Fake-Identität X nur mit ihrem eigenen Ehepartner ein Fake-Promi-Pärchen. Und wenn sie in einer weiteren Fake-Identität Y jemanden in einem Film küsst, muss das auch ihr eigener Ehepartner sein. Ganz eindeutig das Beweiskriterium der Familienrelation. Ganz einfach. Jetzt habe ich euch zuletzt die ganze Zeit lang schon einige meiner Bildvergleiche zwischen Letizia und Claire Forlani gezeigt. Und die will ich jetzt nochmal in Verbindung mit zwei Thesen zum Shapeshifting wiederholen. Aber bevor ich zu den Thesen komme, muss ich das Ganze erstmal langsam herleiten. Das hier war der erste Bildvergleich, den ich zwischen Letizia und Claire ganz passend fand. Aber obwohl hier beide Gesichter für einen geübten Blick dieselbe Aura ausstrahlen, verunsicherten mich zunächst einige Unterschiede. Denn, ja, ich sag mal so, ich war dadurch getäuscht, dass die Merkmale, die bei Claire Forlani und auch bei Angelina Jolie eindeutig auf dämonisches Shapeshifting zurückzuführen sind, bei Letizia eben nicht zu sehen sind. Zumindest nicht auf diesem Bild. Auf diesem Bild scheint es so, als ob die Letizia diese weit gekurften Katzenaugen nicht hat. Ihre Augen wirken im linken Bild etwas kleiner und dadurch auch natürlicher, während bei Claire im rechten Bild die inneren Augenenden jeweils tief nach unten gezogen sind, wodurch auch unnatürlich die Augen vergrößert werden. Außerdem wirkte dieses Bild auf mich so, dass auch diese dämonischen Augenbrauen von Claire bei Letizia nicht auftreten. Hier sieht es bei Letizia eher so aus, als ob ihre Augenbrauen sehr tief unten auf der Stirn nahezu direkt an den inneren Augenenden anfangen und sich schräg bis zu den äußeren Augenenden hochziehen. Das ist ja das spezifische Charakteristikum von Letizia. Sieht man auf sehr vielen Bildern von ihr so. Aber ihre Augenbrauen sind zumindest hier nicht so übertrieben lang und kräftig wie bei Claire. Bei Claire sieht man ja hier, dass die Augenbrauen sogar ganz weit über die Augenhöhlen hinausgehen und dann am Ende mit dieser gewölbten Krümmung nach unten abschließen. Das ist auf diesem Bildvergleich bei Letizia jetzt scheinbar nicht der Fall. Und auch das Kinn von Claire Forlani hat hier nach unten eine größere eckige Kante als das von Letizia. Okay, ich muss zugeben, es geht hier doch nicht nur ums Kinn, sondern der ganze Kiefer von der Claire ist ein absoluter Betonwucher sozusagen. Aber als ich dann nach weiteren besseren Bildvergleichen suchte, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Wirklich, Leute. Da fand ich auf einmal Fotos von Letizia, auf denen sich ihre Augenbrauen stärker an die Augenbrauen von Claire Forlani angepasst haben. Auf diesem Foto zum Beispiel reichen auch Letizias Brauen weit über den Augenkasten hinaus und schließen an den äußeren Enden mit so einer komischen, gewölbten Rundung ab, ganz ähnlich wie bei Claire Forlani. Und das war auf diesem vorherigen Foto nur in Ansätzen vorhanden, aber noch nicht so stark ausgeprägt. Um euch nochmal zu verdeutlichen, worum es hier geht. Wie kann ein gesunder Mensch solche Augenbrauen haben wie Claire Forlani? So lang und so rund gewölbt, außen abschließend. Also ich sag mal, das sind ja schon fast eher Hörner als Augenbrauen, ne?
Und dazu diese großen Katzenaugen, die in so einem spezifischen langen Bogen gezogen sind. Dann aber stoße ich auf ein solches Bild von Letizia, wo sie auf einmal stark anders aussieht als sonst, aber gerade deswegen auf einmal näher an Claires Aussehen rankommt. Hier hat Letizia auf einmal größere Augen als sonst und viel weitere, längere Augenbrauen. Ja, auch bei Letizia gehen die hier weit über den Augenkasten hinaus. Auf einigen Fotos von ihr ist das so, auf anderen nicht. Und dann erwähnte ich ja auch bereits, dass das Kinn von Claire Forlani eine größere eckige Kante hat als das von Letizia. Hier sieht man es nochmal. Aber auch hier habe ich schon länger festgestellt, dass Letizias Kinn auf einigen Bildern relativ schmal und rund auslaufend ist, auf anderen relativ breit und kantig. Komisch, ne? Ist mir aber schon seit längerer Zeit, ich sag mal seit 8 Monaten oder so, aufgefallen. Naja, zu diesem linken Bild von Letizia gebe ich euch sehr gerne die Quelle an. Nicht nur, um euch zu beweisen, dass Letizia manchmal ein breites, eckiges Kinn hat. Ja, das scheint bei ihr wirklich so hin und her zu schwanken, ob sie das hat oder nicht. Sondern ich gebe euch diese Quelle auch ganz nebenbei deswegen, weil in ihr ein Bankenskandal aufgedeckt wird, in den Letizia und Philippe über irgendeine Vetternwirtschaft verwickelt waren. Ja, ist sicherlich interessant zu lesen, aber darum soll es hier jetzt nicht weitergehen. Mir sind auch an weiteren Promis bzw. Adligen auf verschiedenen ihrer Fotos immer wieder Unregelmäßigkeiten aufgefallen, wie zum Beispiel hier bei Ivanka Trump, die ebenfalls mal mit schmalem runden Kinn und mal mit kantigem breiten Kinn zu sehen ist, oder auch Prinz Klaus von Holland, der mal mit runden Wangenknochen und mal mit flachen Wangenknochen abgelichtet ist. Diese letzte Abweichung im Gesicht von Prinz Klaus habe ich auch im ersten Teil gezeigt. Und das dort fälschlicherweise, wirklich fälschlicherweise damit erklärt, dass Prothesen vergessen wurden. Bis vor kurzem habe ich auch wirklich diese Unterschiede in der äußeren Erscheinung bei bestimmten Personen dadurch erklärt, dass die mal eine Prothese tragen und mal nicht. Es war aber wirklich absolut naiv von mir, das zu glauben, weil es ja wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand, der sich an so einer perfiden Verschwörung mit Fake-Identitäten beteiligt, bei einem öffentlichen Auftritt einfach mal seine Prothese vergisst. Also das Ganze hat mit Latex und Prothesen nichts zu tun. Entschuldigt, dass ich das im ersten Teil noch behauptet habe. Da bin ich von einer Mischung aus rein menschlicher Verkleidung und Shapeshifting ausgegangen. Es geht aber einzig und allein um reines Shapeshifting, nicht um menschengemachte Verkleidungen. Und tritt ein und derselbe Charakter ab und an mit leicht abgeändertem Gesicht auf, so liegt das einzig und allein an Unregelmäßigkeiten innerhalb des Shapeshiftings. Das erläutere ich genauer in den zwei angekündigten Shapeshifting-Thesen, zu denen ich nun endlich komme. Inspiriert wurde ich zu diesen Thesen durch meine Beobachtungen, die ich in den letzten 8 Minuten beschrieben habe. Es handelt sich um zwei Thesen, die ich nicht absolut beweisen kann, denn es lässt sich nicht wissenschaftlich erforschen, wie das Paranormale wirkt, aber man kann aus vergleichenden Beobachtungen von Unnatürlichkeiten Spekulationen aufstellen. Und ja, das gebe ich offen und ehrlich zu, genau in diesem Bereich der bloßen Spekulation bewege ich mich jetzt. Also, ich lese da mal die erste These vor. Bei Adligen und deren Fake-Identitäten gilt
Ein und derselbe Charakter kann auf mehreren Bildern relativ stark verschieden aussehen. Dies kann an zwei Dingen liegen. A. Der Dämon lässt ab und an einzelne Merkmale verschiedener Identitäten des jeweiligen Adeligen fälschlicherweise ineinander überfließen, was jeweils in verschiedenem Ausmaß geschehen kann. Dies macht der Dämon nicht gezielt reflektiert, sondern ist dabei eher durch seine blinde Gier getrieben, einen Menschen möglichst stark zu besetzen. Ja, dazu erläutere ich jetzt noch ein bisschen was, also eigentlich sehr viel. Ich will diesen Unterpunkt A der ersten These jetzt so verstanden haben, dass zum Beispiel vom Dämon eigentlich geplant ist, die Königin Letizia in ihrer ursprünglichen, möglichst menschlichen Erscheinung auftreten zu lassen, also mit etwas schmalerem, runderem Kinn, kleineren Augen und etwas kürzeren Augenbrauen. Dann hat sich der Dämon in seiner Gier aber nicht immer ganz unter Kontrolle und lässt das breite Kinn, die lang gewölbten Katzenaugen und die noch länger gewölbten bis gehörnten Augenbrauen auch bei Letizia einfließen, obwohl er diese zuletzt genannten Dinge eigentlich als Tarnung bei Angelina Jolie und Claire Forlani vorgesehen hat, ne? Ja, diese letztgenannten Merkmale treten wirklich spezifisch bei Angelina und Claire auf. Hier nochmal der Bildvergleich, also der Bildvergleich zwischen den beiden, der eindeutig zeigt, dass beide durch dieselben Unnatürlichkeiten getarnt werden. Diese absolut langgezogenen Augenbrauenhörner, diese komisch verformten, großen, spitzgewölbten Katzenaugen, diese markant stämmigen Kieferknochen, vor allem bei Claire Forlani, also die hat schon wirklich richtige Hauer. Aber dass bei Angelina und Claire dieselben Unnatürlichkeiten auftreten, zeigt, dass ein und derselbe Dämon dahinter steckt. Und dieser Dämon ist so gierig danach, Letizia zu besetzen und sich in ihr zu manifestieren, dass diese Unnatürlichkeiten manchmal fälschlicherweise auch bei der Adelsidentität von Letizia durchschimmern oder gar relativ deutlich hervortreten. Ich bin aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen sehr stark davon überzeugt, dass Satan als schlimmster Feind der Menschheit zwar sehr intelligent und mächtig ist, seine Gier ihn aber immer wieder dazu verleitet, gegen seine eigenen strategischen Tarnungen zu verstoßen. Also damit meine ich, dann wird Satans Trieb stärker als seine Intelligenz und er verrät sich dann durch klare Zeichen selber. So kommt es dann zum Beispiel vor, dass er in den Gesichtern besetzter Stars unnatürliche Manifestationen hinterlässt, obwohl Satan ganz genau weiß, dass diese Stars menschlicher und unauffälliger aussehen würden, wenn er sich etwas mehr zurückhalten würde. Also wegen ihrer Gier haben Satan und seine Dämonen beim Shapeshifting nicht immer alles unter Kontrolle. Und gerade weil es dem Satan ein Machtgefühl verleiht, sich im Gesicht eines Stars mit diabolischen Merkmalen zu manifestieren, kann es ab und an passieren, dass er diese Merkmale fälschlicherweise auch mal auf das Erscheinungsbild des Adeligen anwendet, der diesen Star spielt. So ist der letzte Satz von Unterpunkt A der ersten These gemeint. Unterpunkt B der ersten These gibt eine weitere Begründung, warum ein und derselbe Adlige oder ein und derselbe Promi auf verschiedenen Fotos etwas unterschiedlich im Gesicht aussehen kann. Also, ich lese mal vor. Unterpunkt B, der Dämon übertreibt bei einer Gestaltabänderung, die er gezielt erreichen will, mit der investierten Energie, sodass eine unnatürliche Deformation entsteht.
Also, auch hier eine kurze Erläuterung. Hier geht es nicht mehr darum, dass der Dämon die Merkmale verschiedener Identitäten falsch ineinander überfließen lässt, sondern darum, dass er ein richtiges Merkmal, das wirklich zu der jeweiligen Fake-Identität gehört, übertrieben stark umsetzt. Auch das kann dann sehr komisch aussehen, aber das werde ich jetzt erst gleich in Verbindung mit der zweiten These genauer exemplifizieren. Das bietet sich nämlich an, das ergänzt sich gegenseitig, also der Beleg für Unterpunkt B und der Beleg für die zweite These. Deswegen lese ich jetzt erstmal die zweite These vor. Ändert das dämonische Shapeshifting ganze Knochenformen ab, so drückt sich dessen Unnatürlichkeit darin aus, dass von Natur aus eher runde Merkmale auf einmal eckiger, kantiger und oftmals auch länger werden. Dies ist vor allem auf Gesichtsmerkmale zu beziehen. Einzige Ausnahmen sind hierbei in einigen Fällen die Augen, die bei Besessenheit oftmals runder, bogenförmiger und nicht kantiger werden. Also, wie oft habe ich dieses Bild von Claire Forlani jetzt schon eingeblendet? Naja, es ist einfach Gold wert. Also, ich habe gerade aus der zweiten These vorgelesen, Gesichtsmerkmale werden auf unnatürliche Weise eckiger oder verlängert. Tja, dafür ist Claires Unterkiefer samt ihres Kinns ein sehr gutes Beispiel. Da könnte man ja schon fast meinen, dass dafür Beton angerührt wurde. Auch die Augenbrauen übertrieben lang, schnurstracks gerade, wie mit einem Lineal gezogen. Bevor sie dann an den Außenrändern jeweils in dieser gehörnten Wölbung auslaufen, dann erwähnte die zweite These ebenfalls, dass sich bei den Augen dahingegen der dämonische Einfluss nicht in Form von Eckigkeit ausdrückt. Ja, Letizias ursprünglich kleinere Augen werden bei ihrem Charakter Claire ja gerade durch eine Wölbung vergrößert, bei der die inneren Enden der Augen nach unten gezogen werden. Sieht auch sehr komisch aus und ich spreche dabei auch aus persönlicher Erfahrung, weil ich schon öfter besessene Menschen gesehen habe. Also je besessener jemand ist, desto mehr werden seine Augen durch Wölbungen vergrößert. Viele wahrheitssuchende alternative Denker mögen mir jetzt vielleicht vorwerfen, dass ich diese zweite These nur aufstellen konnte, indem ich die Folgen einer Geschlechtsumwandlung mit dämonischem Shapeshifting verwechsle. Ja, einige würden sagen, Claire Forlani hat diesen breiten Betonkiefer, weil sie eigentlich ursprünglich ein Er ist. Also die Vertreter einer solchen Twenty-Theorie kann ich ja teilweise verstehen, denn ich muss ja wirklich zugeben, dass in den Medien uns haufenweise Frauen mit überdimensional großem Kinn präsentiert werden, vor allem in Hollywood. Bevor ich aber zu meiner persönlichen Widerlegung der Twenty-Theorie komme, möchte ich doch erstmal das fortführen, wo ich gerade noch dabei war, also damit die zweite These noch weiter an konkreten Beispielen zu belegen. Da stoße ich zum Beispiel auch auf eine genauere Erklärung, was für mich an diesem bereits gezeigten Lächeln von Angelina Jolie so unnatürlich wirkt. Also ihre Mundfalten wirken beim Lachen für mich wie mit einem Geodreieck gezogen. Dort, wo eigentlich etwas rundere Mundfalten sein sollten, haben wir hier schräge, gerade Linien, die auf Höhe des Mundes in einem sehr spitzen Winkel übergehen. Hier noch einmal ein weiteres Vergleichsbild von Angelina Jolie. Also dieser beim Lachen breitgezogene Mund mit diesen symmetrischen Dreiecksspitzen an den Seiten. Naja, ich muss natürlich zugeben, gerade diese Symmetrie scheint ja wohl auch eine gewisse Ästhetik auszustrahlen. Aber das ist ein rein künstliches Schönheitsideal, bestehend aus lauter geraden Linien, spitzen Winkeln, übertriebener Länge bei den Augenbrauen, den Katzenaugen, und dem super breiten Mund hier beim Lachen. Ein künstliches Schönheitsideal, an das wir fälschlicherweise dadurch konditioniert wurden,
dass diese Merkmale dauernd, aber wirklich dauernd an Stars im Fernsehen und auch auf deren Internetfotos auftreten. Und irgendwann finden wir das dann bei den Stars so normal, obwohl die Menschen, die wir im Freundeskreis, auf der Arbeit und in der eigenen Familie erleben, diese übertriebenen Ecken, Winkel und langgezogenen Knochen nicht im Gesicht haben. Dann hatte ich ja noch angekündigt, dass ich auch den Unterpunkt B der ersten These in Verbindung mit der zweiten These belegen werde. Wenn gemäß Unterpunkt B der Dämon es beim Shapeshiften mit der investierten Energie übertreibt, dann werden da ursprünglich runde Formen auch mal zu eckigen Kanten. Deswegen lässt sich dieser Unterpunkt B aus der ersten These sehr gut mit der zweiten These verbinden. Eigentlich habe ich gerade schon mit den Kieferknochen bei Claire und ja, ich sag mal den geometrisch gezogenen Mundfalten, die Angelina beim Lachen hat. Eigentlich habe ich damit gerade schon gezeigt, wie ein Dämon es beim Shapeshiften auch übertreiben kann. Aber trotzdem fallen diese starken Unterschiede nicht ganz unter Unterpunkt B der ersten These, weil das Auffälligkeiten sind, die bei Claire und Angelina dauerhaft auftreten. Also eher so Dinge, die der Dämon nicht verstecken kann, weil sie zum Wesen seiner Natur gehören. Bei Unterpunkt B geht es aber eher um Auffälligkeiten, die nicht immer an den Stars zu sehen sind, sondern nur dann, wenn es der Dämon in einem bestimmten Moment mit dem Shapeshifting übertreibt. Also es sind Auffälligkeiten, die der Dämon üblicherweise vermeidet. Das gelingt ihm wegen seiner Gier aber nicht immer. Also ein Beispiel für Unterpunkt B zeige ich jetzt an Angelinas Ohr. Ich habe euch bereits diesen Ohrenvergleich zwischen Angelina und Claire Forlani gezeigt. Interessant ist, dass dies ein sehr gutes Match ist. Aber wenn ich dann versuche, mit demselben Ohrenbild von Angelina, Königin Letizia, zu matchen, dann passt das irgendwie nicht ganz, weil ja, hier sind erstens die inneren Ohrmuscheln von Letizia runder. Und zweitens ist das Ohr von Letizia relativ flach und breit nach hinten gezogen, während das Ohr von Angelina übertrieben steil nach hinten in die Höhe gezogen ist und dadurch auch schmaler wirkt als das von Letizia. Das ist zumindest in diesem speziellen Bildvergleich so. Auf diesem Bildvergleich sieht das Ohr von Angelina aber nicht so aus wie immer, sondern irgendwie knöchriger als sonst und ihre inneren Ohrmuscheln werden speziell hier durch das ganze Shapeshifting total eckig verformt. Das Ohr von Angelina auf dieser speziellen Aufnahme ist wirklich so unnatürlich. Also ja, das sieht aus, als hätte man es aus Schweineschmalz mit einem Messer geschnitzt. Der einzige Grund, warum hier der Ohrenvergleich zwischen Angelina und Letizia nicht ganz passt, besteht also darin, dass der Dämon hier auf diesem Foto an Angelinas Ohr unter Punkt B von der ersten These umgesetzt hat. Also er hat zu viel Energie in ein Shapeshifting reingesteckt, das er an Angelinas Ohr durchführte. Erst dadurch wurde das Ohr von Angelina so wirklich übertrieben knöchrig und kantig und an den Seiten irgendwie auch sehr gebrechlich aussehend. Also auf den meisten Fotos ist Angelinas Ohr nämlich nicht ganz so übertrieben eckig und auch nicht ganz so stark und schmal mit kantigen Konturen gestaltet. Auf den meisten Fotos haben Angelinas Ohren mehr Rundheit als hier. Hier auf diesem einzelnen Foto gehen also Unterpunkt B aus der ersten These und die zweite These, in der es ja um Eckigkeit ging, ineinander über. Und wir haben ja schon sehr viele andere Vergleiche gesehen, auf denen Angelinas Ohren eindeutig mit denen von Letizia gematcht werden konnten.
weil auf diesen Fotos Angelinas Ohren noch runder waren und nicht so übertrieben knöchrig. Bei zwei Ohrenvergleichen, die gut passten, habe ich bereits auf leichte Unterschiede aufmerksam gemacht. Beide Male ging es darum, dass sich an Angelinas Ohren an einigen Stellen eine relativ kleine Eckigkeit ausdrückte, an denen Letizias Ohren runder und natürlicher waren. Ja, solche minimalen Unterschiede machte ich zum Beispiel für diesen Bildvergleich am oberen Ohrenabschluss aus. Und bei diesem weiteren Ohrenvergleich machte ich darauf aufmerksam, dass das Ohr von Angelina ein ganz klein bisschen steiler nach oben in die Länge gezogen ist als bei Letizia und dadurch auch die obere Ohrmuschel etwas kantiger gestreckt wurde. Jetzt ist interessant, dass dieser Ohrenvergleich zwischen Angelina und Claire passt, während er zwischen Angelina und Letizia nicht ganz so toll aussieht. Obwohl ich schon deutlich bewiesen habe, dass sowohl Angelina als auch Claire von Letizia gespielt werden. Also meine Erklärung dafür ist folgende. Ich habe ja schon vorhin ausführlich gezeigt, dass Angelina und Claire beide durch dieselben dämonischen Merkmale gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel Katzenaugen, lange Augenbrauen, die an den Enden gewölbt runtergehen. Und ich habe auch gesagt, dass deswegen jemals derselbe Dämon bei beiden Fake-Identitäten dahinter steckt. Dieser Dämon gestaltet auch die Ohren bei Angelina und Claire jeweils auf dieselbe Weise um. Also er versucht bei beiden Fake-Identitäten die Ohren jeweils etwas steiler nach hinten in die Höhe verlaufen zu lassen, als das bei Letizia der Fall ist. Und deswegen kann man Claires Ohren besser mit diesen übertrieben eckigen Ohren von Angelina matchen. Auch wenn bei diesen übertrieben eckigen Ohren beim Shapeshifting was falsch lief. Das steile Strecken der Ohren nach oben geht mit leichten Ecken und Kanten einher. Die wir schon auf den vorherigen Ohrenvergleichen zwischen Angelina und Letizia speziell als minimale Abweichungen an Angelinas Ohren feststellten, also ganz am Anfang des Videos. Und auf diesem einzelnen Bild von Angelina hat der Dämon meiner Vermutung nach zu viel Energie in das Shapeshifting gesteckt, sodass die Eckhaftigkeit oder die Kantigkeit an den besagten Stellen noch stärker auftritt und das Ohr wirklich unnatürlich wirkt, sich die Kantigkeit noch stärker auf die inneren Ohrmuscheln überträgt. Also dieses Ohr ist wirklich ein missgestaltetes Schönheitsideal. So, jetzt habe ich gleich auch wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte. Danke, dass ihr so lange schon durchgehalten habt, aber ich habe euch ja auch versprochen zu erläutern, warum ich mir solche Bilder oder so ein Bild wie gerade mal wieder von Claire Forlani eingeblendet, ja, ist schon wieder dasselbe Bild, es passt halt immer wieder so gut, warum ich mir so ein Bild nicht durch die sogenannte Tranny-Theorie erklären möchte. Ich haue es ganz direkt raus. Das Kinn von Claire Forlani sieht auf diesem Bild für mich nicht typisch männlich aus, sondern es ist für mich eher typisch für eine übertriebene dämonische Verformung der Knochen, die nichts mehr mit der menschlichen Natur zu tun hat. Und damit fällt es auch in gewisser Weise aus der Kategorie männlich versus weiblich raus. Denn diese Kategorie kann man bei Menschen auch nur auf typisch menschliche Merkmale anwenden. Wer hier die Tranny-Theorie vertreten will, der muss sich auch fragen, ob diese Augen typisch männlich sind. Also sie wirken auf uns zunächst sogar eher typisch weiblich, ne? Aber selbst dieses Urteil beruht nur auf falschen Schönheitsidealen, die uns nämlich
durch die dauerhafte mediale Erscheinung dieser besessenen Stars ankonditioniert wurden. Also die Wahrheit ist meines Erachtens nach einfach, diese Augen von Claire Forlani in Verbindung mit diesen Augenbrauen sind weder typisch männlich noch typisch weiblich, denn sie sind noch nicht mal typisch menschlich. Sie sind typisch dämonisch und sonst nichts. Genauso ist auch diese Fratze von Angelina Jolie für mich eher typisch satanisch als typisch männlich. So ein übergroßer Unterkiefer und solche Katzenaugen sind übrigens Tarnungen von Dämonen in den Körpern von Stars und Politikern. Diesen Dämonen ist es wegen ihrer nichtmenschlichen Natur und wegen ihrer übertriebenen Gier nicht möglich, ihre Tarnungen dauerhaft an das typisch menschliche Aussehen anzupassen. Und ja, genau deswegen sieht das auch so unnatürlich aus. Und um diese ihre Schwäche wissen der Satan und die Dämonen ganz genau Bescheid. Sie können es aber trotzdem nicht ändern. Deswegen ist meine Vermutung, die besessenen Shapeshifter, also die europäischen Adligen, haben im Auftrag ihres Herrn Satan die Trinity-Theorie selber in die Welt gesetzt, damit die wahrheitssuchenden Truther, die einen etwas aufmerksameren Blick für die Auffälligkeiten in den Gesichtern der Stars haben, sich diese Auffälligkeiten durch eine falsche Transvestigationstheorie erklären. Das lenkt dann also die Wahrheitssuchenden davon ab, dass es sich um blaublütige Shapeshifter handelt, die man eigentlich genau an diesen Auffälligkeiten erkennen sollte. Also, was für Indizien habe ich dafür, dass die Adeligen selber die Trinity-Theorie in die Welt gesetzt haben? Nun, zunächst gibt es für mich diverse Hinweise darauf, dass diese sogenannten Moonbump-Unfälle, wo einer angeblich schwangeren prominenten Dame auf einmal das Plastikbäuchlein runterrutscht oder unter dem Pulli hervorschaut oder was auch immer, dass diese Moonbump-Unfälle absichtliche Inszenierungen der Elite sind. Ja, ihr kennt vielleicht dieses Bild von der noch kürzlich schwangeren Katy Perry, die da ihren Moonbump doch schon etwas sehr auffällig in die Kamera hält. Also, dass es sich um Plastik handelt, ist ja für jeden klar zu erkennen. Und ich denke, wenn Katy Perry wirklich eine Tranny wäre, dann würde sie das auch verheimlichen wollen. Dann würde sie alles tun, um ihren Plastikbauch zu verstecken, anstatt den so demonstrativ vor einer Kamera raushängen zu lassen. Also, wer ist es nun, der da die Tranny-Theorie in die Welt setzt? Ach, und Michelle Obama, genau, die wird von einer natürlichen Biofrau gespielt, nämlich von Prinzessin Victoria von Schweden. Genauso wie alle Politiker auf nationaler Ebene von ja, geshapeshifteten europäischen Adligen gespielt werden. Und vielleicht fällt euch auf diesem Bildvergleich ein Inhalt aus der zweiten These nochmal auf. Ja, die runde Weitung der Augen in Verbindung mit übertrieben langen Augenbrauen ist wirklich so ein typisches Merkmal für dämonisches Treiben. Ich kenne die Fotos von Michelles angeblich breiten Schultern und so weiter. Also entweder ist das Photoshop oder der Satan tut per Shapeshifting alles, um ihren Körper wie Mike Tyson zu verpassen, weil das halt so super in die Ablenkung der Wahrheitssuchenden passt, ne? Dann wird von den Vertretern der Trinity-Theorie auch ab und an dieser kleine Versprecher von Barack Obama angeführt, als er mal in seiner Rede anstelle von Michelle and I ganz stumpf Mike and I sagte. Mike and I. Denn es kursiert ja die Verschwörungstheorie, dass Michelle Obama aus einem Mann transvestigiert wurde, der Mike heißt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass es sich hierbei um einen absichtlichen Versprecher von
Barack Obama handelte? Ich bin mir sogar sicher, dass auch solche Bilder wie von dieser Mike-Kette hier gezielt von den Adligen in Umlauf gebracht werden. Aber zurück zu Barack Obama. Wenn Michelle Obama von Prinzessin Victoria von Schweden gespielt wird, dann wird doch Barack Obama vielleicht gespielt von Prinz Daniel von Schweden, dem Ehemann von Prinzessin Victoria? Ja, welch Wunder, welch Wunder. Das Beweiskriterium der Familienrelation bestätigt sich hier mal wieder erneut. Und ich garantiere euch, alle europäischen Adligen haben ein sehr starkes Interesse daran, euch glauben zu lassen, dass es innerhalb der Elite umgepolte Trainees gibt. Denn wenn ihr daran glaubt, dann erklärt ihr euch die unnatürlichen Spuren, die sie als Shapeshifter an ihren Fake-Identitäten hinterlassen, auf andere Weise. Also, warum soll Prinz Daniel von Schweden sich damals in seiner Rolle als Barack Obama bei dieser Mike-and-I-Rede nicht absichtlich versprochen haben? Ist für ihn genauso einfach, wie sich seine Gattin Prinzessin Victoria von Schweden in ihrer Rolle als Michelle Obama absichtlich einen Fake-Penis zwischen die Beine klemmen kann, den sie dann absichtlich durch ihre Hose baumeln lässt. Und jetzt abschließend noch mein absolutes Hauptargument, warum ich nicht an die Tranny-Theorie glauben kann. Die Erkenntnis, dass europäische Adlige beim Spielen ihrer Fake-Identitäten ganz strikt das Kriterium der Familienrelation einhalten, ist automatisch damit verbunden, dass diese Adligen eigene Kinder in ihrer Familie haben müssen. Und zwar natürlich gezeugte Kinder. Denn wenn es auf die Blutlinie nicht ankäme, dann würden sie nicht so krampfhaft all ihre Produktion innerhalb der eigenen Blutlinie halten. Ich kenne haufenweise Beispiele, wo ein adeliges Ehepaar zusammen mit seinen Kindern eine Fake-Familie gegründet hat, um irgendeine Scheiße zu inszenieren, ne? Deswegen glaube ich niemals daran, dass die Adligen Trannies sind, die ihre Kinder entführen müssen oder klonen müssen oder von einer Leihmutter austragen lassen müssen. Das wären alles Dinge, die die Reinheit ihrer Blutlinie verunreinigen würden. Und ohne diese Reinheit läuft bei denen überhaupt nichts. Die europäischen Adligen betrachten ihre Blutlinien sozusagen als auserwählte Blutlinien, die bis auf Nimrod und Nero zurückzuführen sind. Das ergibt sich auch aus der Bibel und dem Buch Henoch, wenn man weiß, dass diese Blutlinien entstanden sind, als die Nephilim-Engel kurz vor der Sintflut die Menschentöchter auf Erden vergewaltigten. Aber das erkläre ich lieber irgendwann mal in einem Extra-Video, denn ich habe jetzt nämlich erstmal lang genug geredet und ich hoffe, ihr haltet mich wegen dieses harten Stoffs, den ich hier verbreitet habe, jetzt nicht für jemanden, der sich nur Horror-Stories zusammenschwurbelt oder zu stark katholisch von seinen Eltern erzogen wurde und deswegen nur noch überall den Satan sieht. Nein, meine Eltern haben mich sehr liberal erzogen, aber der Satan wütet halt nun mal definitiv überall. Er ist der Herr der Welt. Er hat all diese europäischen Adeligen zu seinen Werkzeugen, die für ihn Stars und Politiker spielen. Und deswegen musste das einfach mal alles raus, was ich hier gesagt habe, auch wenn es noch so düster und krass ist. Also euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, euer Somnidelius Solertius.